Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zurück zu Part 4 von Army Croc. Ja, ich habe wie gesagt offline jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Es waren schon relativ viele Züge, ja, nochmal umstapeln. Aber jetzt der letzte Stein kommt rein. Und man merkt natürlich, dass das hier auf den PC ausgerichtet ist, statt für die Konsole, aber es funktioniert gut. So. Ah, sehr schön. Dö. Oh, sind wir denn hier? Ah, hier ist oben wieder eine Negativwelt. Ja. Sind hier wohl die Eroberer. Da passiert nichts. Okay, wie heißen sie alle? Jason Spear, Bob Doll, Elliot Bello, Scallo und Detroya, PFC, Anzog, Jabby Batchel. Das kann man nicht lesen. Okay. Gut, dann gehen wir kurz hier nochmal zurück. Achso, das ist nur Wand. So, okay. Na, dann gehen wir runter. Oha. Gut, wir brauchen den Hebel. Ah, jetzt kommt also das Rätsel. Oh Gott. Also, das ist jetzt zurücksetzen. Ja. Es war irgendwie kurz, mittel, lang.
Damit schießen wir den dann hier raus. Okay, das heißt, wir können sonst nichts ausrichten. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Es geht noch mal darunter. Oh, okay. Aha. Okay, hier brauchen wir wieder einen Hebel. Hier ist noch zu. Dann drücken wir mal. Ja, wir haben natürlich keinen Strom. Gut, also Hebel und Strom. Und den Ameisen-Linken-Code müssen wir uns nochmal anschauen. Gut, dann gehe ich erstmal hier durch. Das hier ist definitiv ein Rätsel. That looks kind of familiar. Ja, das ist ja unser Beschützer. Okay, wir haben den roten Knopf, der nur für unseren Hund gedacht ist. Okay. Der Knopf ist aber für uns. Ja, dann wechseln wir mal zum Hund. Thanks, Beaky. That really helps. Was ist da passiert? Moment mal, irgendwas hat ja geknackt. Achso, jetzt ist er ja wieder hier. Moment, das müssen wir nochmal testen. Okay. Du gehst hier drauf. Ja, Moment, erstmal. Geh erstmal drauf. Thanks, Beaky, that really helps. Und jetzt drücke ich mal diesen Knopf. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ah. Moment mal. Ach so. Sind das jetzt nur so normale Texte aus vergangenen Zeiten? Nice work, Beak Beak. Beak Beak. Ah, okay. Jetzt leuchtet's.
Okay. Die singen alle. Ich glaube, ich muss sie alle zum Leuchten bringen und dann den Schalter betätigen. Ach so, man sieht jetzt die Farbe gar nicht mehr. Der hat rot. Grün, rot. Grün, rot, violett, blau, gold. Moment, ich will was testen. Ja. Ach so, der mixt das dann durcheinander. Die Sache bei solchen Rätseln ist ja immer, dass man ja das genaue Timing, die Menge der Umdrehungen abpassen muss. Zu der Farbe, das zu der. Gut, ich werde mal ein wenig drumherum probieren und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Army Croc. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss!